Hallo zusammen. In diesem Kurzvideo diesmal geht es um Schnellladestationen der Firma Tesla, die sogenannten Supercharger. Der ein oder andere kennt schon die Karte auf der Tesla-Website, wo die rot markierten Supercharger, die in Betrieb sind, eingezeichnet sind. Die grau hinterlegten Punkte sind Supercharger, die vielleicht noch 2021 ans Netz gehen. Das ist eine Menge, was hinzukommt. Bisher war das Netz schon gut ausgebaut für Fernreisen innerhalb von Mittel- und Westeuropa. Und wenn die Grauen hinzukommen, dann ist das nochmal eine ganze Menge mehr an der Stelle. Ich finde das klasse, was Tesla macht. Die reden nicht lange rum, die bauen schnell. Das sieht man auch in Brandenburg an den Fortschritt. Die Bundesnetzagentur plant hier auch noch mit anderen Herstellern Schnellladesäulen zu stellen. Leider brauchen wir hier in Deutschland immer ein bisschen länger dafür. Das müsste viel, viel mehr forciert werden, das Ganze meiner Meinung nach. Was ich toll finde, Tesla denkt darüber nach, auch Supercharger für andere Hersteller freizugeben. Das heißt, gleichgesinnte E-Mobilisten wie wir haben dann auch von anderen Herstellern vielleicht die Möglichkeit, mal irgendwann dieses Tesla-Ladenetz mit zu benutzen. Wenn man sich das europaweit hier mal anguckt, dann ist das schon, ich sag mal, eine ganze Menge Möglichkeiten haben wir da zur Verfügung. Ich wünsche euch wie immer eine gute Fahrt, bleibt gesund und geht fair miteinander um. Bis dann, tschüssi.